Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Stadtgespräch. Unser Thema heute ist, Sie kommen, um Menschen zu retten, um Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen und werden dann selbst zum Opfer. Gewalt gegen Einsatzkräfte. Ich darf Ihnen meine Gäste im Studio vorstellen. Bei uns ist der Vizepräsident der Polizei in München, Norbert Rathmacher. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Schönen guten Abend. Wolfgang Schäuble ist hier, der Leiter der Berufsfeuerwehr in München. Ebenso herzlich willkommen. Abend. Und Professor Dieter Frey von der Ludwig-Maximilians-Universität. Er ist Leiter des Centers for Leadership and People Management. Schön, dass Sie hier da sind. Guten Abend. Bevor wir uns ins Thema werfen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen wir uns den Fall eines Münchner Feuerwehrmanns an, der genau in eine solche Situation geraten ist. Eigentlich war er mit seinem Team unterwegs, um einer jungen Frau zu helfen, die kollabiert ist, von der man nicht wusste, ob sie sogar reanimiert werden muss. Und dann passiert Folgendes. Stefan Kieskalt, seit 1999 bei der Berufsfeuerwehr München. Sein Job, Menschen retten, Schäden verhindern, Hilfe leisten, eigentlich. Dann kommt ein Einsatz im Englischen Garten, der alles verändert. Wie wir immer näher kamen und uns dann auch jemand gewunken hat, dass wir dort Hilfe leisten sollen, haben wir eine sehr aufgeheizte Stimmung festgestellt. Also es waren viele Jugendliche unterwegs, die da sich gegenseitig anschreien, angepöbelt haben und sehr, sehr aggressiv waren. Und als wir dann Hilfe leisten wollten oder dann auch die Patientin bereits in dem Rettungswagen dann verbracht wurde, haben wir uns um diesen Rettungswagen rumgestellt, um einfach die Leute ein bisschen abzuhalten. Im Rettungswagen eine junge Frau unter Alkohol und Drogen. Die Retter versuchen sie zu behandeln, während die Meute draußen das Fahrzeug aufschaukelt. Geht nicht. Müssen wir anders machen. Das ist natürlich, wenn man drin arbeitet am Patienten, sehr, sehr schlecht. Also man muss sich vorstellen, man will da vielleicht einen Zugang legen, um jemand Medikamente zu geben. Und wenn dann außen am Wagen die ganze Zeit geschüttelt wird, ist das natürlich im Inneren ganz, ganz schlecht zu arbeiten. Die Rettungssanitäter müssen das Gelände verlassen. Okay. Mit Hilfe der Feuerwehr gelingt der Weg aus der Menge. Dann müssen wir fahren. Also wir waren deutlich die Wenigeren und es war schon ein sehr mulmiges Gefühl, muss man sagen. Wir haben so rundherum die Lage beobachtet und haben dann auch festgestellt, dass Flaschen geworfen wurden in unsere Richtung. Die haben uns verfehlt, die haben die Fahrzeuge verfehlt, aber nichtsdestotrotz wurden Flaschen geworfen. Und dementsprechend haben wir dann auch Unterstützung von der Polizei nachgefordert und die kam dann auch sehr schnell. Wer greift Menschen an, die anderen helfen wollen und womöglich dringend gebraucht werden, ein Leben zu retten? Ich muss sagen, Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die sind sehr ruhig geblieben. Nichtsdestotrotz ist es mir persönlich dann auch so passiert, dass ich von zwei Jugendlichen attackiert wurde, die mir auch wirklich aktiv auf die Brust geschlagen haben. Stefan Kieskalt ist mit seinen Kollegen ohne Verletzungen davongekommen, befreit von einem Großaufgebot der Polizei. Der bittere Beigeschmack, vom Retter zum Opfer geworden zu sein, bleibt. Und die Frage, die im Beitrag aufgeworfen wurde, nämlich wer sind diese Menschen, die so etwas tun, die gebe ich gerne weiter an den Herrn Professor Frey, wenn Sie so einen Beitrag sehen. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, da geht mir durch den Kopf, dass da einiges schiefläuft in unserer Gesellschaft, dass Leute bestimmte Werte, wie man sich verhalten soll oder nicht verhalten soll, nicht mehr haben. Und vermutlich sind die meisten ohnehin alkoholisiert oder Drogen. Da wird unser Herr Rathmacher wahrscheinlich noch was dazu sagen. Aber da läuft was schief im Elternhaus, in der Schule, in den Universitäten, wo Leute kein Wertesystem mehr haben, was sich gehört und was sich nicht gehört. Und das ist ein Alarmzeichen. Ich möchte unsere Gesellschaft nicht schlecht reden, denn 80% verhalten sich Gott sei Dank noch respektvoll. Aber leider, leider ist es so, dass diese Vorfälle keine Einzelfälle sind, sondern zunehmend stärker sich verbreiten. Herr Schäuble, wenn Ihre Leute ausrücken und so ein Bild haben, also da gibt es eine junge Frau, die ist hilflos, die braucht medizinische Unterstützung, dann ist man ja sehr fokussiert genau auf diesen Einsatz und plötzlich findet man sich in einer Horde vermeintlich feierwütiger Leute wieder, die sich dann einfach mal an dem Rettungswagen bzw. an ihren Leuten auslassen. Also es ist richtig, natürlich rechnet man überhaupt nicht zunächst mal damit, dass man als Feuerwehr, als Rettungsdienst angegriffen wird. Gleichwohl sagen unsere Statistiken, aber auch bundesweite Statistiken, dass 95% aller Rettungsassistenten und Sanitäter schon mal zumindest verbal attackiert werden. Es ist also jeder in seinem Berufsleben öfters.
Mit verbalen Attacken muss man rechnen, die sind häufig, die werden leider auch im gesellschaftlichen Kontext mittlerweile eher als Bagatelle abgetan. Tätliche Angriffe sind dann seltener, aber natürlich ist das schon etwas, was das ganze Haus etwas durcheinander bringt. Herr Rathmacher, jetzt ist die Geschichte gut ausgegangen, weil die Polizei schnell und vor allem mit einer großen Anzahl von Kräften da vor Ort war und dann wirklich, wir haben ja mit dem Feuerwehrmann ausführlich darüber gesprochen, die waren eingekesselt und da musste tatsächlich die Polizei wirklich da erstmal durchdringen und mit großem Kräfteangebot die raushauen, richtig? Ja, leider ist es ein Phänomen, das uns immer wieder auffällt oder mit dem wir immer wieder konfrontiert sind. Wir machen die Beobachtung, dass gerade Gewalt gegen Rettungskräfte, gegen Polizeibeamte oft gruppendynamische Prozesse sind, dass auf einmal Unbeteiligte, die den Rettungseinsatz stören und somit die Polizei und die Rettungskräfte in den entsprechenden Handlungszwang bringen und dann mit entsprechend großer Polizeipräsenz reagiert werden muss. Gibt es einen bestimmten Typus von Menschen, die sowas machen? Wir beobachten das Phänomen Gewalt gegen Polizeibeamte seit 2010. In all den Jahren hat sich herauskristallisiert, dass der typische Täter, wenn man so sagen möchte, männlich ist. Er ist erwachsen, er ist in der Regel polizeilich bekannt. Er ist meistens auch, wie der Herr Professor Frey schon gesagt hat, unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Jetzt kann ich mir vorstellen, ist die Polizei auf solche Situationen ja noch vorbereitet in einem gewissen Sinne. Der durchschnittliche Rettungssanitäter, der Feuerwehrmann ja eigentlich nicht. Der hat ja ein ganz anderes Aufgabenbild. Was müssen Sie tun, um Ihre eigenen Leute zu schützen? Also das Phänomen, so wie der Herr Rathmacher sagt, ist seit 2010 deutlich zunehmend, also die letzten rund 10 Jahre. Und so die letzten 2, 3 Jahre hat man begonnen, auch spezielle Programme leider auflegen zu müssen, die sich zunächst erstmal mit Deeskalation und eigentlich einem taktischen Mittel des Rückzugs, das man ja ungern verwendet, konfrontieren und das üben. Weniger eigentlich waren wir der Meinung, dass selbstverteidigende oder Schutzmechanismen wie Westen oder Sprays uns hilfreich sind, um die Eskalation nicht weiter voranzuschreiten. Aber ja, es gibt heute diese Deeskalations- und Rückzugsprogramme, Sensibilisierungsprogramme in der Ausbildung. Was hat es für psychische Folgen eigentlich auf Ihre Leute? Naja, man muss sich schon anders damit beschäftigen. Man beschäftigt sich damit anders und man geht ein bisschen vorsichtiger und etwas unbedarfter auf den Patienten und das Umfeld zu. Und das ist natürlich dann schon immer etwas, was im Hinterkopf ein bisschen eine andere Situation schafft, eine etwas vorsichtigere Situation schafft und ein bisschen von der Konzentration wegnimmt auf den eigentlichen Patienten. Herr Professor Frey, Sie haben gesagt, Sie wollen unsere Gesellschaft nicht schlecht reden und dass 80% davon, ich sag mal, nicht betroffen sind. Wieso hat man immer den Eindruck, dass man die gar nicht sieht? Wo sind die 80%? Ja gut, wie immer im Leben werden die Negativfälle eher gesehen. Man sagt ja nicht, jemand ist gesund, sondern jemand ist krank. Ja, also es hat eine höhere Aufmerksamkeit. Und die Frage ist natürlich, woher das kommt. Ja, und das muss man einfach sehen, es gibt nicht die eine Ursache, dass dieses zunimmt. Ja, oder 20% ist viel zu hoch, wie wir sehen. Und wir haben ja insgesamt einen Wertewandel in der Gesellschaft von den Pflicht- und Akzeptanzwerten und den Tugenden wie Gehorsam. Ja, ging es auch in der Kindererziehung eher in Richtung Selbstverwirklichung, sodass viele Eltern auch so die Erwartung an ihre Kinder haben, du sollst dich selbst verwirklichen, du sollst alle Freiheiten haben, du bist so wichtig. Und das geht einher mit einem Narzissmus. Ich bin wichtig, I, myself and me. Auch mit Selfies. Und dazu kamen noch dann die sozialen Medien, dass man sich relativ schnell mitteilt, der ganzen Welt mitteilt, wie wichtig man ist. Und dann ist dieses eben auch sehr oft verbunden mit Negativaussagen, mit Hassparolen, wo man sich eine eigene Duftnote setzt, ja, sodass es zu einer Eskalation kommt. Das sind für mich die beiden wichtigsten Ursachen, die Erziehungspraktiken, der Wertewandel, in Richtung mehr, auch Richtung mehr Narzissmus. Ja? Also die Eltern sagen auch, setz dich durch. Und innerhalb in der Gesellschaft geht es ja nur darum, setz dich durch. Und das hat dann eben diese Negativauswüchse in den sozialen Medien. Das ist also ein Mix.
Und dann kommt natürlich dazu, dass wir zu wenig Leute aus den 80% haben, die klare Stoppsignale geben und klare Grenzen setzen. Aber da werden wir vielleicht später noch reden, was könnte man dagegen tun. Der Herr Rathmacher kommt aus dem Nicken nicht mehr raus. Ich kann Ihnen nur recht geben. Das ist ein Phänomen, das wir auch beobachten, dieser mangelnde Respekt, der leider tagtäglich zur Schau getragen wird. Wir versuchen dem natürlich durch professionelles Kommunikationsverhalten zu begegnen. Polizisten sind grundsätzlich darauf trainiert, dass sie ja natürlich in entsprechenden Situationen auch agieren. Darum ist das bei uns ein wesentlicher Bestandteil der Aus- und Fortbildung, das Training der Kommunikation mit Bürgern und natürlich auch das Training in schwierigen Situationen. Ähnlich wie es der Herr Schäuble schon angesprochen hat, bei den Rettungskräften. Jetzt ist ja der tätliche Angriff, glaube ich, eher die Seltenheit, Gott sei Dank, muss man sagen. Aber da gibt es ja einen gewissen Unterbau, der dann was mit Beleidigungen zu tun hat, der was mit Pöbeleien zu tun hat. Sehen Sie das auch, dass da die Zahlen steigen? Also der Einzelfall, und die Qualität vor allem? Der steigt? Einzelfall ist es nicht. Also wir haben, wenn man sich den Vergleich anschaut, seit 2010 haben wir jedes Jahr in München etwa 1250 Delikte, die man als Gewalt gegen Polizeibeamte definieren, zu verzeichnen. Das ist so der Schnitt in dieser Zeit. Wir haben exemplarisch jetzt zum Beispiel im Jahr 2017 etwa 1600 betroffene Kolleginnen und Kollegen gehabt. Davon wurden über 400 verletzt. Also ist es ein Phänomen, das uns täglich begegnet. Und es bleibt leider auf relativ hohem Niveau. Nicht, aber wie Sie vorher gesagt haben, überwiegend von Leuten, die alkoholisiert sind, Drogen haben. Alkohol oder Drogen. Und das sind nicht immer die Ausländer. Nein, Deutsche. Genau. Ist der überwiegende Teil der Täter, laut unserer Statistik. Jetzt gibt es ja Fälle, wo Sie dann die Täter erwischen und die man ja auch dann befragen kann. Was sagen die denn dann? Also gibt es da irgendwie eine gewisse Form von Schuldbewusstsein oder kommt dann... Das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist auch, die Situationen sind auch völlig unterschiedlich, in denen das entsteht. Das kann natürlich bei so einem gruppendynamischen Prozess der Fall sein. Das kann aber auch eine einfach banale Situation sein, dass jemand ganz normal kontrolliert wird und dann ausrastet. Die Kollegen beleidigt, bespuckt oder auch tätlich wird. Und insofern sind die Ursachen da sehr vielfältig. Pauschal kann man das so leider nicht sagen. Das ist auch, uns würde das natürlich auch helfen. Mir gefällt gut, was Sie mit Gruppendynamik bezeichnen. Ja. Es sind oft einzelne Leute, die Initiatoren sind, ja, die vorausgehen. Und dann sind andere, die da hinterherlaufen. Ja? Die sind dann mit enthemmt sozusagen. Richtig. Ja. Und dann gibt es so eine richtige Eskalation. Richtig. Jeder will sich noch eine eigene Duftnote geben. Ja. Und dann noch eins draufsetzen, das ist fast so ein Thrill-Erlebnis. Ja. Wir wollen was erleben, es soll Spaß sein. Ja, wir sind ohnehin von der Schule und von der Arbeit ohnehin angemotzt, also sind nicht begeistert davon. Und wir wollen was erleben, so eine Erlebenssehnsucht. Ja. Und das Wichtige ist, dass nun aus den Mitläufern Leute werden, die sagen, das ist eigentlich unfair, das geht nicht. Und da braucht man natürlich dieselbe Ausbildung, die Polizei dankenswerterweise hat, auch für andere Bevölkerungskreise. Sogar auch ich hätte da Probleme einzuschreiten, vor allem wenn ich allein wäre, weil ich schlicht Angst hätte, dass ich noch selber eins abkriege. Jetzt verstehe ich eins, wenn ich Sie kurz noch bremsen darf, Herr Rathmacher, jetzt verstehe ich, wenn man dieses Phänomen der Polizei gegenüber wahrnimmt, weil ich glaube, die Verkörperung der Staatsgewalt und sich mit der mal anzulegen, das ist bis zu einem gewissen Prozentsatz sehr typisches jugendliches Verhalten auch, dass man da mal über die Stränge schlägt. Was mir nicht in den Kopf will, ganz ehrlich, ist, dass es auch Retter betrifft, von denen man weiß, also das ist ja gelernt, wenn ein Rettungswagen, wenn ein Feuerwehrfahrzeug ausrückt, dann macht er das nicht der Gaudi halber, sondern das verbindet man automatisch mit Gefahr für Leib und Leben oder zumindest mit der Erkenntnis, da geht es einem Menschen schlecht. Was passiert, dass trotzdem die Rettungssanitäter, die First Responder auf die Art und Weise da angepöbelt werden? Wo sind da die Ursachen? Gibt es da Erfahrungswerte? Also das, was wir beobachten können, sind auch diese gruppendynamischen Prozesse. Einerseits, es wird gestört. Also da kommt jetzt eine Rettungsaktion, die irgendetwas in der freien Entfaltung, so wie das der Professor Frey vorhin geschildert hat, stört. Und das ist echt empörend, wenn wir jetzt hier am Feiern sind. Auch hier ist vorzugsweise das Täterbild männlich zwischen 20 und 40, alkoholisiert, in
den Morgenstunden, in den späten Nachtstunden. Und die werden einfach gestört. Und es ist einfach doch empörend, wenn sie jetzt da so schön unterwegs sind, dass sie gestört werden. Und deshalb kommt es zum Beispiel von Außenstehenden, die gar nichts tatsächlich mit diesem Fall zu tun haben, ähnlich jetzt wie hier von Herrn Kieskalt geschildert, dann zu diesen übergriffigen Aktionen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass vielleicht dann tatsächlich im Großfamilienverbund in den Wohnungen bereits irgendeine gewisse aufgeheizte Stimmung herrscht. Also man hat schon immer vom Kern her in so gruppendynamischen Erlebnissen und Bewegungen zu tun, wenn es zu solchen tätlichen Übergriffen kommt. Gibt es den Fall, dass sich da hinterher mal einer dafür entschuldigt? Also wenn ich weiß, ist es jetzt auch jemand verletzt worden tatsächlich durch meine Schuld? Naja, eigentlich nicht, weil der Störer war ja die Rettung und nicht der entsprechende für uns wahrnehmbare Störer. Also das Unrechtsbewusstsein ist dann, wenn sich das dann mal hochentwickelt hat, schon gering, weil derjenige, der uns stört, ist ja eigentlich der Gestörte. Okay. Das ist leider so, die Einsicht ist begrenzt. Die Leute versuchen sich zu rechtfertigen, denn sie hatten ja ihre Gründe. Oft sagt man da anschließend, hat doch Spaß gemacht, ja, und so viel haben wir ja gar nicht angestellt. Und das ist das Problem, das wir angehen müssen. Ja? Mhm. Und die Frage ist, wie man es gut angeht. Ja? Wird man wahrscheinlich gleich noch zu reden. Herr Radmacher, ist es bei Ihnen auch so, dass, also Sie sagen, es gibt 400 verletzte Polizisten im Jahr. Das ist eine Zahl, die ich für enorm halte. Gibt es denn da tatsächlich dann auch mal den Fall, dass jemand vorbeikommt und sagt, das ist sicherlich im Einzelfall. Ja, gibt's. Tut mir leid. Ja, aber ob es die Regel ist, kann ich Ihnen jetzt statistisch nicht belegen. Da müsste man sich wirklich den Einzelfall anschauen. Aber es gibt sicherlich Fälle, wo dann eine gewisse Einsicht da ist. Was bedeutet das eigentlich, wenn ich jetzt im Dienst verletzt worden bin, von dem ich ja auch davon ausgehe, dass er eigentlich der Gesellschaft nützt? Das ist natürlich, macht betroffen. Weil wie Sie sagen, das ist, jemand kommt dazu, macht was für die Gesellschaft, hilft anderen Menschen und wird dann selbst Opfer. Damit muss man umgehen können und das ist nicht umsonst deshalb ein Thema, das wir sehr ernst nehmen bei der Bayerischen, aber auch bei der Münchner Polizei natürlich. Und wir versuchen da vor allem die Kollegen zu stützen. Wir ermuntern sie, darüber zu reden, das Gespräch mit Kollegen zu führen, mit Vorgesetzten natürlich zu reden. Wir haben ein sehr engmaschiges Hilfenetz, wenn das jemand annehmen möchte, mit Polizeiseelsorgern, mit einem zentralen psychologischen Dienst, mit Berufsvertretungen, die sich in dem Thema sehr stark einbringen. Und darum sage ich, man muss sich damit auseinandersetzen. Aber klar, es ist natürlich ein Thema, dieser mangelnde Respekt für das, was ich tue. Damit muss jeder leben, fertig werden. Ich sehe das schon aber ein Zeichen insgesamt in der Gesellschaft. Also ich setze mich durch. Oder man redet in unserem Fach auch von der Dark Side of Personality. Also Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Also Narzissmus, I, myself and me. Also ich habe ein Recht auf. Aber auch Machiavellismus, ich möchte mich durchsetzen. Freiheit heißt Freizügigkeit. Und die Psychopathie, ich durchbreche Regeln. Ich bin rücksichtslos, weil vor allem in der Gruppe. Und das Thema müssen wir erkennen. Ja, ich will jetzt auch nicht mal über Trump nachdenken, aber wir haben schon auch in den Firmen genau diese Phänomene, dass kein Respekt mehr vor dem Gegenüber, kein Respekt vor den Autoritäten des Staates, der Institutionen vorhanden ist. Und das muss Thema in den Familien werden, in den Schulen, in den Universitäten, in den Firmen, ja, und in der Gesellschaft. Ja. Wenn wir da nicht Stoppsignale setzen und Grenzen setzen, kriegen wir das nicht in den Griff. Wie fangen Sie das auf, Herr Schäuble? Also das, was da Ihren Leuten plötzlich entgegenschlägt, plötzlich unerwartet und heftig? Also bei uns ist es, wenn ich das mal so beschreiben darf, qualitativ natürlich noch mal ein bisschen schlimmer empfunden als bei der Polizei. Die Polizei muss sich auch in ihrer Ausbildung, aber auch in ihrer Tätigkeit mit dem Gewaltmonopol natürlich auseinandersetzen. Also da ist Gewalt bis zu einem gewissen Grad natürlich immer präsent, bei uns nicht. Und bei uns verändert das schon natürlich stark das Bewusstsein vom reinen Helfer, der dann auch zum Teil machtlos wird, weil er nicht helfen kann, weil er da abgedrängt wird oder eben auch selber tätlich angegriffen wird. Wir haben ähnlich wie bei der Polizei ein Meldesystem, ein hausinternes, das wir auch vor allem wichtig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Verfolgung geben. Also wenn wir so einen Fall gut
gut dokumentiert haben, dann geben wir ihn auch in die Anzeige, weil das hilft den Mitarbeitern schon, wenn man weiß, okay, es wird auch gegen solche Täter etwas unternommen, nur ist leider jetzt gerade wie zum Beispiel in der Situation im Englischen Garten natürlich das Fassbare des Täters nahezu ganz, ganz schwierig zu bekommen. Heißt, dass auch die psychologische Betreuung darauf nochmal abgestimmt werden muss? Weil das klingt mir so, als wäre das nochmal eine andere Herausforderung, auch da wieder eine gewisse Stabilität und auch eine Anerkennung des eigenen Berufs herzustellen, auch wenn einem die von außen nicht gegeben wird. Ja, also wir haben alle unsere Mitarbeiter immer in einem gewissen Aus- und Fortbildungssystem, in denen auch die psychischen Gefahren des Berufes thematisiert werden. Und da ist jetzt halt neu dazugekommen, auch solche Phänomene, dass man mit Übergriffen umgehen muss. Und auf das wird hingewiesen und auch hier wird man natürlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend reden. Ich bedanke mich dafür, dass wir jetzt erstmal gesammelt haben, wie der Zustand ist, wie das für Sie sich anfühlt und für Ihre Mitarbeiter vor allem und wie das erlebt wird. Damit wollen wir aber natürlich nicht aufhören, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn im zweiten Teil unserer Sendung wollen wir uns damit beschäftigen, was können wir besser machen, was können wir dagegen tun. Bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zurück zum Stadtgespräch. Heute ist unser Thema, wenn Helfer Opfer werden, Gewalt gegen Einsatzkräfte. Es gibt die tatsächliche Bedrohung, die Beschimpfung, die Pöbeleien, aber es gibt eine zumindest für mich neue Form von Gewalt gegen Einsatzkräfte, die sich beim letzten Fußballspiel der 60er in der Stadt gezeigt hat. Dort ist ein Dienstfahrzeug von der Bundespolizei, das abgestellt war, das am Parkplatz abgestellt war, beschädigt worden, auf der einen Seite sichtbar, man hat einen Reifen aufgeschlitzt, auf der anderen Seite allerdings auch unsichtbar, weil offensichtlich irgendjemand unter das Auto gegangen ist und alle Schläuche durchgeschnitten hat. Die Folge war, Herr Radmacher, dass die Kollegen fast die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, gerade noch aus einer Kurve raus an den Straßenrand bekommen haben. Mir scheint, das ist nochmal eine neue Form von Gewalt gegen Einsatzkräfte, in dem Fall auch eine besonders perfide. In der Tat, wir haben ja vorher über die Zahlen gesprochen, die alarmierend sind. Wenn man mit Kollegen spricht, ist es aber so, dass übereinstimmend berichtet wird, dass die Qualität auch sich verschlimmert. Der Fall macht natürlich fast sprachlos, weil für mich persönlich das ist natürlich eine völlige Gleichgültigkeit meines Mitmenschen offenbart, weil in diesem Fall völlig unklar ist, was hätte passieren können. Gott sei Dank ist eben nicht mehr passiert. Wie gesagt, wenn man aber mit Kollegen spricht, wird übereinstimmend berichtet, beispielsweise Bespucken ist mittlerweile relativ normal. Das wird in Kollegenkreisen fast schon als normal empfunden. Für mich persönlich absolut nicht zu akzeptieren und nicht tolerabel. Herr Schäuble? Ja, auch hier eine zunehmende, ähnlich wie bei der Polizei, eine zunehmende Qualität. Bei uns geht es Gott sei Dank erstmal noch stärker in die Richtung der Pöbelei. Die wird massiver, sie wird öfters. Leichtes Wegschubsen, also auch dann tatsächliche Übergriffe. Dann klar, die nächste Stufe ist dann Bespucken oder auch tatsächlich dann Handgreiflichkeiten. Wir sind noch ein bisschen besser dran. Ist auch ein Stadt-Land-Gefälle, ohne Frage. In den Großstädten deutlich, deutlich, deutlich mehr wie bei den 80% der Bevölkerung. Und auch das ist natürlich ein Problem für uns hier in der Stadt, diese Kumulation der Ereignisse. Wobei es ja schon auch freiwillige Feuerwehrler gibt, die berichten, dass sie zum Beispiel eine Straße absperren müssen, weil dahinter ein Verkehrsunfall aufgeräumt werden muss, um das mal relativ schlicht auszudrücken. Und das dauert dann ein wenig. Und die Leute, die dann an der Sperre auflaufen, auch nicht nur mit Unverständnis, sondern auch mit wüsten Beschimpfungen reagieren, was natürlich für den Ehrenamtler, der da ja aus seiner Arbeit rausgeht, damit er die Landstraße sichert, auch eine besonders bittere Erscheinung ist. Ja, wir sind eben bei diesem Narzissmus, der gerade dargestellt wird. Ich werde aufgehalten und ich will jetzt irgendwo hin. Und warum dauert das so lang? Und die könnten fertig machen? Oder warum werde ich hier überhaupt aufgehalten? Also das ist schon das Phänomen, dass nach einer freien Willensentfaltung ich behindert werde. Und das alleine reicht aus, um zu Überreaktionen zu neigen. Herr Professor Frey, hängt es auch ein bisschen damit zusammen, dass wir in einer Welt leben, die immer
enger getaktet ist und immer mehr auf Perfektion ausgelegt ist, also das Ineinandergreifen zum Beispiel von ich steuere meinen Kühlschrank per App, ich habe einen Terminkalender, der mir elektronisch vorgegeben wird und das alles funktioniert in der Regel völlig durchgetaktet und ich nehme Störungen im System anders wahr? Ja, ich glaube schon, dass im Durchschnitt die Menschen sich heute belasteter fühlen als noch vor 20 Jahren, ja, in der Arbeit, in der Schule. Wir haben einen Leistungsdruck. Wer sich nicht durchsetzt, der ist an der Peripherie. Und die Leute haben natürlich auch Ängste vor der Zukunft. Ja. Was ist mit der Rente, mit Wohnen, mit Arbeitsplatz? Und 60% aller Eltern sagen heute schon, ich glaube nicht, dass es meinen Kindern mal so gut gehen wie mir. Also diese ich muss funktionieren und es ist alles durchgetaktet, spielt mit eine Rolle. Natürlich auch mit eine Rolle, dass ich in der Freizeit mich selbst verwirklichen kann und keine Lust habe, irgendwelche Einschränkungen zu erleben. Nicht? Und jetzt ist natürlich Handlungsbedarf gefordert. Ja? Und ich sehe drei Bereiche. Einerseits natürlich Anspucken, Gewalt, Anpöbeln geht gar nicht, strenge Strafen. Sofortige Strafen. Zum Zweiten ist die Zivilgesellschaft gefordert. Wir brauchen eine flächendeckende Ausbildung in Zivilcourage in den Schulen. Ja. Und zum Weiteren, wir brauchen in den Schulen auch eine Diskussion genau dieser Fälle. Am besten auch noch in den Firmen. Dass die Leute, wir brauchen Leute, die widersprechen, die gegensteuern. Und weiter, ähnlich wie in der Polizei, die sind ja, glaube ich, für mich am besten ausgebildet in der Deeskalation, in der Kommunikation. Unsere Lehrer nicht, unsere Eltern schon gar nicht, die Führungskräfte in den Firmen auch nicht. Da ist, glaube ich, Handlungsbedarf. Das heißt, wir brauchen nicht auf einen anderen Planeten zu gehen. Härtere Strafen, flächendeckende Ausbildung in Zivilcourage, Diskussion dieser Fälle in den Schulen, wo es um Werte des Respekts geht. Ja? Und da müssen wir unsere Lehrer ausbilden in Kommunikation, die auch mit ähnlich denkenden Eltern, die ja auch rücksichtslos sind, wenn sich mein Kind nicht durchsetzt, dann komme ich mit dem Anwalt. Da brauchen wir ja Lehrer, die kommunikative Fähigkeiten haben, mit solchen schwierigen Eltern umzugehen. Zivilcourage ist Ihr Stichwort. Sie betreiben seit langem, die Münchner Polizei betreibt seit langem Kurse in Sachen Zivilcourage und Sie gehen auch an die Schulen. Richtig. Wir sind als Bayerische Polizei, als Münchner Polizei eine Bürgerpolizei. Wir sind als für den Bürger da. Und diesen Anspruch, den wir da haben und dieses Bild möchten wir von Anfang an den Kindern nahebringen. Darum sind wir eigentlich ab dem Grundschulalter, gibt es die Möglichkeit, entsprechende Kurse für die Kinder in Anspruch zu nehmen. Das geht dann über die Jugendlichen, junge Erwachsene, bis hin zu Erwachsene, die auch bei uns entsprechende Kurse belegen können. Weil wir brauchen natürlich hierfür die gesamte Gesellschaft. Also das ist, die Polizei ist da nicht allein, wie die Retter auch nicht. Und unser Anspruch ist eben, für mehr Zivilcourage zu werben, aktiv zu werben. Und darum legen wir da großen Wert drauf. Wir haben da ein eigenes Kommissariat, das sich darum kümmert und gern bereit ist, da entsprechend auszubilden. Wie ist die Resonanz? Also wird denen die Tür eingerannt, hoffentlich? Das wird sehr, sehr gut angenommen. Und wie gesagt, es gelingt uns Gott sei Dank sehr, sehr gut, ein positives Bild gerade bei den Kindern zu erlangen. Ich wollte das voll unterstützen. Man weiß ja, wer keine dieses Hilfeverhalten, wenn man den Führerschein macht. Erste-Hilfe-Kurs. Ja. Da hat man ja festgestellt, Leute, die keinen Ersten-Hilfe-Kurs seit Jahren haben, die helfen auch nicht. Mhm. Aber in dem Augenblick, wo sie den Ersten-Hilfe-Kurs gemacht haben, haben sie mehr Wissen, mehr Handlungskompetenzen, fühlen sich auch verantwortlicher, ja, weil sie wissen, was sie tun sollen und was nicht. Und ähnliches ist es mit den Zivilcourage-Kursen. Ja. Appelle nur an Zivilcourage bringen relativ wenig. Wir brauchen eine flächendeckende Ausbildung. Und da ist die Polizei, die geht voraus, aber es muss noch mehr getan haben, weil alle Kinder eigentlich sowas bräuchten. Ja. Weil damit Wissen vermittelt wird, Handlungskompetenzen, damit auch Sicherheit. Was soll ich tun? Wir wollen ja nicht Rezepte zwar transportieren, aber es geht nicht, gar nicht zu reagieren und ad minimum die Polizei zu rufen. Ja? Und sich damit aber schon verantwortlicher fühlen, statt wie die Mehrheit der Leute auf ihrem Sofa zu Hause zu sitzen, diese Sendung hier anzugucken und sagen, der Staat oder die Polizei oder die Politik tut nichts. Nee, der Bürger ist gefordert. Das ist, glaube ich, wichtig. Wo man das ein bisschen beobachten kann, finde ich, ist bei Ihrem Facebook-Auftritt. Also da kann man übrigens auch dem von der Polizei, da kann man merken, finde ich, es gibt Tendenzen,
sehr positiv, sich zu äußern, zu unterstützen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist noch nicht die Realität, das passiert jetzt nur in den sozialen Medien, aber immerhin ist es ja da so, wenn man Meldungen rausgeben muss, sage ich mal, über solche Geschichten, dass sich dann doch die Mehrheit meldet und sagt, das geht gar nicht, das wollen wir nicht. Dass die Arbeit der Feuerwehr und der Polizei in den sozialen Medien als sehr positiv bewertet wird zum größten Teil und auf ihren Accounts. Ja, das ist richtig. Ändert nichts natürlich an der Tatsache, dass wenn die Leute dann in einen solchen Fall mit reingezogen werden, unbeteiligt sind und jetzt nicht in dieses Tätermuster gehören und da selber in der Eskalation mit drin sind, dass sie dann tatsächlich keine Handlungsstrategien haben und vielleicht sich auch lieber wieder irgendetwas anderem zuwenden, wie hier aktiv einzugreifen. Und wahrscheinlich bräuchte es gar nicht viel. Also 5, 6 Leute, die sagen, so geht's nicht, aufhören hier, sonst, also das geht überhaupt nicht, würde oftmals, glaube ich persönlich, reichen und vieles auslösen, weil dann auch diese Gruppe merkt, sie hat eben nicht die Handlungshoheit, sie kann sich eben nicht beliebig durchsetzen und es wird nicht akzeptiert, was sie treiben. Ansonsten haben sie ja keinen Widerstand, auch in der Gesellschaft, auch wenn es nur ganz kleine Gruppierungen da drumherum sind. Und das alleine würde manchmal schon hilfreich sein, aber das passiert wenig. Und es ist natürlich auch wieder einfacher, sich jetzt in den sozialen Medien grundsätzlich zu einem Fall zu äußern, wie aktiv in einem Spezialfall da zu sein und was zu tun. Was mir ein bisschen zu denken gegeben hat, dass Sie beide übereinstimmend gesagt haben, die Tätergruppen sind männlich und meistens unter Alkohol und Drogen. Das löst bei mir schon die Frage aus, was kann ich in so einer Situation tun, weil das ist jetzt nun mal eine Gruppe, wenn die mehrere sind und ich weiß, die sind nicht steuerbar, auch nicht ansprechbar zum Teil, weil eben in ihrem eigenen Rausch und in ihrer eigenen Wahnvorstellung, was bleibt mir, wenn ich in so eine Szene gerate? An Handlungsoptionen. Also das Wichtigste aus unserer Sicht ist, sich selbst nicht in Gefahr zu begeben. Das ist mal die oberste Prämisse. Es genügt in so einer Situation oft schon, wenn Sie 110 wählen. Sprich, die Polizei verständigen und, was auch immer ein probates Mittel ist, Umstehende, wenn vorhanden, anzusprechen, zu sagen, hilf mir, da ist was nicht in Ordnung. Wie gesagt, aber nochmal den Appell, sich selber nicht in Gefahr bringen, ist die oberste Prämisse bei der ganzen Geschichte. Aber allein schon dieses den Notruf verständigen, vielleicht 1, 2 weitere auf das Geschehen aufmerksam zu machen und sozusagen da die Mehrheit zu bilden. Das ist schon sehr viel wert. Und leider machen das noch viel zu wenig. Ja, und das kann man, wir arbeiten ja diesbezüglich mit der Polizei zusammen. Also, dass die Leute lernen, also erstens, allein soll man gar nichts machen, weil es viel zu gefährlich ist, immer zu dritt, wie Herr Schäuble gesagt hat, zu viert, zu fünft, um dann zu sagen, das ist unfair, also Automatismen, das geht gar nicht. So, dann werden die Leute zurückrufen, halt du die Fräse. Ja? Und nun muss ich aber dranbleiben und sagen, aber trotzdem unfair. Nicht? Und natürlich die Polizei rufen, auch wichtig. Aber ich empfehle niemand, dass er sich in Gefahr gibt. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist natürlich auch noch, mit den Leuten reden zu können, ja? um sie zu eskalieren, also um eine Eskalation zu vermeiden. Natürlich die bedroht sind, natürlich denen zu helfen, klar, so möglich. Und wir haben auch sogar Zivilcourage-Kurse im Gefängnis gemacht, denn oft sind diejenigen, die da aktiv sind, diejenigen, die sich die eine besondere Duftnote setzen müssen. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn in dieser Gruppe Leute sagen, halt, das geht zu weit. Mhm. Und die müssen wir stärken vom Rückgrat, dass die innerhalb der Gruppe widersprechen und sagen, also ein Polizeiauto greifen wir schon gar nicht an und Feuerwehr auch nicht. Das heißt, und das müssen wir solche Fälle in der Schule diskutieren. Also was könnte man da noch machen, damit es schon gar nicht, damit diese Gruppendynamik schon gar nicht entsteht? Nicht? Wir müssen die Fälle simulieren quasi in den Schulen. Herr Schäuble, was macht jetzt Ihr Einsatzleiter vor Ort? Wie sieht das ganz konkret aus? Sie sehen sich also jetzt zum Beispiel so einer Masse an Leuten gegenüber, von denen man schon ahnt, da entsteht nichts Gutes draus. Wie sieht es dann taktisch aus? Was passiert dann da? Also recht spannend ist ja, dass Gott sei Dank die Feuerwehr eher in etwas größeren
Einheiten, also mit mehr Personal kommt. Und da ist schon deutlich zu sehen, da ist der Respekt und der Abstand schon deutlich größer. Das ist natürlich immer kompliziert bei einer Rettungswagenbesatzung, die zu zweit ist, vielleicht mal zu dritt, aber da läuft es schon gut. Und da kann ich natürlich mit 3 Leuten, mit 4 Leuten schon gut Gleichdruck aufbauen. Wenn ich 6, 7 Feuerwehrlern gegenüberstehe, dann wird das emotional auch für den, der gern mal eskaliert, etwas vorsichtiger. Also es ist schon so, dass man guckt, ich denke, das ist ja auch dann auch das Verfahren der Polizei, wenn so Eskalationen sind, möglichst schnell viele Leute hinzubekommen, weil um eben diese Meinungsführerschaft wieder zu erlangen. Und sowas läuft dann eben auch zum Beispiel in den Fällen bei uns. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sich jetzt in die Situation der betroffenen Einsatzkräfte rein versetzt, dass man eine maßlose Wut hat. Also das ist ja in der Situation doch fürchterlich beklemmend oder auch für jeden Menschen, der diese Form von Ungerechtigkeit und von Verhalten mitbekommt, der muss doch eigentlich sauer sein und selbst Aggressionen aufbauen. Wie kriegt man das hin? Als Lebensspruch die Überwindung von, ich bin ja auch verzweifelt, ja, weil ich auch versuche in den Universitäten und in den Firmen Respekt und Wertschätzung zu transportieren. Aber ich habe gelernt, bei solchen Welten zu sagen, die Überwindung von Verzweiflung ist Gelassenheit. Ja? Ja, das hört sich zunächst mal komisch an. Ich muss über der Sache bleiben. Ja? Ich muss mich selber impfen und sagen, es kann mir wieder passieren, aber ich muss dranbleiben. Ich muss es immer wieder dranbleiben. Es gibt ja keine Alternative. Wir müssen zusammenstehen bei der Polizei, bei der Feuerwehr, in der Wissenschaft genauso. Und müssen klare Grenzen setzen. Ich sehe keine andere Alternative. Und wir müssen vielleicht Leute, die umherstehen, aktivieren, guckt hier nicht weg, sondern artikuliert euch auch. Das könnte man auch noch tun. Und letzter Punkt, ich finde gut, was bei Ihnen ist, Sie sind ja teilweise haben Ihre Leute mit Kameras ausgestattet. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch möglich wäre. Denn viele Dinge passieren ja in der wahrgenommenen Anonymität. Ich werde ja nicht beobachtet, niemand kann mir was anhaben. Und in dem Augenblick, wo man sieht, man ist nicht mehr in der Anonymität, hilft es manchmal, dass gewisse Standards trotz Alkohol und Drogen noch gewahrt werden. Sind wir schon so weit, dass wir Bodycams brauchen für Feuerwehrleute? Also ich denke nein, also da ganz eindeutig nein. Also unsere Erfahrungswelt ist natürlich noch eine deutlich andere, Gott sei Dank, wie die der Polizei. Und wir setzen eher auf die Fähigkeit, also sagen wir mal, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Deeskalation beizubringen, in das Gespräch zu kommen. Gegebenenfalls eben auch mal zu sagen, okay, ihr könnt in Ausnahmefällen und trotz aller Fälle muss man ja sagen, die Masse der Einsätze läuft noch ganz, ganz normal ab. In den Ausnahmefällen könnt ihr so unter Druck geraten und dann ist es auch völlig okay, wenn ihr nicht versucht, weiter nach vorne zu gehen, sondern halt auch mal zurück zu gehen und den nächsten Anlauf vielleicht dann mit mehr Kollegen oder der Polizei zu machen, um ihnen so auch diesen Druck, ich muss helfen, das ist ja der erste Impuls. Die Aufgabe kommt zuerst, die Hilfe kommt zuerst und dann kommt der große Rest, auch ich, um den da so ein bisschen wieder in die richtige Bahnen zu lenken, dass das in Ordnung ist, wenn sie sich selber in Gefahr bringen, dass eben die Hilfe eben zurücksteht. Herr Professor Frey, wie kriegen wir die 80% dazu, dass sie sich mehr einbringen? Zum Beispiel durch solche Sendungen wie dieser, dass die Leute sich bewusst werden. Ich bin verantwortlich, dass hier eine offene Gesellschaft besteht, dass Menschenwürde besteht, dass Respekt gegenüber anderen besteht. Ich kann weggucken, geht gar nicht. Und dass ich vielleicht an so einem Konkurs über Zivilcourage mitmache, andere Leute ermutige, meine Firma bittet, dass sie sowas in der Firma durchsetzt, die Schule bittet, dass sie das auch für Eltern macht, damit ich genau weiß, wie beim Ersten-Hilfe-Kurs, was soll ich tun. Das wäre die richtige Antwort. Statt zu sagen, alles wird schlimmer, aber ich bin okay und habe hier für nichts eine Verantwortung. Der Appell an die Verantwortung der Leute, dass der Zustand unserer Gesellschaft von jedem Einzelnen dieser 80% mit verantwortlich ist. Herr Radmacher, jetzt sind wir also alle gewillt und hoffentlich gibt es sehr viele, die den Zivilcourage-Kurs machen wollen. Mal eine ganz praktische Frage. Kann ich jetzt bei der Münchner Polizei anrufen und sagen, mein Unternehmen, meine Schule, mein wer auch immer, möchte jetzt einen Kurs wie diesen absolvieren? Sie können sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen, mit dem Kommissariat für Prävention und Opferschutz und da wird Ihnen dann weitergeholfen, ja.
Und ich muss unbedingt noch was loswerden. Es gibt ja auch den Zivilcourage-Verein, den ich auch noch aktiv bin, die für die gesamte Bevölkerung auch in enger Zusammenarbeit mit der Polizei Zivilcourage-Trainings in ganz Bayern anbieten. Das heißt also, wir halten jetzt Folgendes fest. Wir machen zuerst alle bei der Münchner Polizei den Zivilcourage-Kurs, dann gleich in Ergänzung den Ersten-Hilfe-Kurs bei Ihnen, Herr Schäuble. Und dann, liebe Zuschauer, haben wir hoffentlich etwas erreicht, wo wir heute mal einen kleinen Samen auslegen wollten, nämlich, dass wir alle mal ein bisschen mehr darauf aufpassen, was um uns rum passiert, dass wir auf die anderen Menschen drauf aufpassen und vor allem an dieser Stelle an alle, die unsere Stadt hüten, sei es bei der Polizei, bei den Rettungsdiensten, bei der Feuerwehr, bei den Freiwilligen, genauso wie bei den berufsmäßigen Rettern, Helfern und Hütern, ein herzliches Dankeschön. Kommen Sie gut durch die nächsten Einsätze. Und wenn irgendetwas sein sollte, dann hoffe ich, dass die Münchnerinnen und Münchner ab sofort fest an Ihrer Seite stehen. Ich bedanke mich sehr herzlich für dieses Stadtgespräch. Wir sehen uns bald wieder.